Morgen, hallihallo zu einem neuen Vlog aus Good Old Germany. Ich glaube, ich sehe hier noch brauner aus als in Mexiko. Ja, wir sind wieder zu Hause, wie man sehen kann. Alle, die uns auf Instagram folgen, folgt uns da gerne. Wir haben da ganz viel, also ich habe da ganz viel Content von Mexiko erstellt. Vlogs kamen jetzt nicht so mega viele, weil es echt super schwierig ist, muss ich euch sagen. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Mit den Kindern. Das ist ja Urlaub mit Kindern, ist ja nicht richtig Urlaub, sondern eher so eine Businessreise, muss man ja mal ganz klar sagen, ja, für uns Mamas. Auf jeden Fall habe ich wirklich mich sehr auf Instagram fokussiert, weil es einfach viel schneller geht, zack, zack, zack. Aber trotzdem, so gut es geht, versucht euch ein bisschen auch für YouTube ein bisschen mitzunehmen mit der Kamera. Aber es ist halt sehr schwierig, alles so einzufangen und so einen Content zu erstellen, wie man es halt gerne möchte. Ich habe trotzdem wirklich mein Bestes versucht zu geben. Ich hoffe, euch haben die paar Videos gefallen, die ich gemacht habe. Ansonsten für noch mehr Eindrücke aus Mexiko, guckt auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich war duschen, Jetlag killt übelst, ich sag's euch. Wir haben heute alle bis 23:30 geschlafen. Die Kinder sind jetzt draußen am Spielen. Ich habe hier schon direkt meinen Alltag mit Arbeiten, Wäsche, Haushalt, Kochen. Das ist direkt da, ne? Da gab es gestern aber ganz schnelle Spaghetti Bolognese aus der Tüte, wirklich ratzifatzi. Waschmaschine habe ich auch schon fleißig laufen gestern gehabt. Der erste Koffer ist schon durchgewaschen, der zweite steht hier noch und muss ich noch den Rest machen. Und dann habe ich das auch geschafft. Ich habe sowas gerne auch immer ganz schnell abgearbeitet. Odin ist im Garten und spielt mit den Kids. Und ja, ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir heute eventuell mein Auto abholen können. Dadurch, dass wir so lange geschlafen haben, ist irgendwie dieser Tagesrhythmus komplett im Eimer. Mein Auto ist aber schon da und entweder wir holen es heute ab oder morgen oder am Montag. Ich schaue mal, was der Raymond sagt, ob wir heute vorbeikommen können schon oder nicht. Oder ob das für den zu kurzfristig ist. Und ich sehe, ich habe auf der Kamera nur 4 Minuten noch. Krass, hatte ich ja noch nie, dass ich eine Speicherkarte vollgekriegt habe. Aber da ist noch so viel Content von Mexiko noch drauf. Ich glaube, ich muss die Karte jetzt erstmal leer machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit unserem Vlog. Und ja, mache jetzt erstmal hier alles ein bisschen klar Schiff und melde mich dann später wieder. So, meine Lieben, wir sitzen im Auto und holen... Ein Auto. Ein Auto. Mit dem Auto holen wir ein Auto. Ja, wir holen mein neues Auto ab, hat doch... Ups, habe ich mich jetzt selber angespuckt. Hat doch schneller geklappt als gedacht. Der Dominik hat noch schnell die EVB-Nummer gemacht. Gut, dass man seinen Versicherungsmann direkt neben Bett hat. Der kann er dann eben schnell machen, wenn irgendwas ist. Der Versicherungsmann eures Vertrauens. Genau. Liegt neben euch im Bett. Also neben meinem Bett natürlich, nicht neben eurem Bett. Werbung in eigener Sache, wenn ihr irgendwelche Fragen zur Versicherung braucht oder so, könnt ihr euch gerne beim Dominik mal melden. Der berät euch auch über Zoom-Call und so weiter. Und jetzt wieder zurück zu mir. Wir fahren jetzt mein Auto abholen. Ich bin sehr gespannt. Die Kinder haben das noch gar nicht richtig gesehen. Ich glaube, die wissen gar nicht, was das für ein Auto überhaupt ist. Joanna ist leider nicht mit. Sie ist bei ihrem Freund. Die hatte keine Lust. Ist aber nicht so schlimm. Und ich habe sogar Handtücher dabei, um die unter die Sitze von den Kindern zu legen. Ich würde gar nicht damit fahren. Also. Die fahren mit dir zurück. Die können bei mir zurück. Genau, die fahren mit dir zurück. Ich fahre ganz alleine. Ich muss ja eh erstmal alles einrichten. Und ja, ich freue mich sehr, endlich wieder mobil zu sein, ein bisschen Freiheit zu haben. Das ist echt schon viel wert. Das ist richtig blöd ohne Auto irgendwie am Land. Du kannst irgendwie nicht gefühlt nicht viel machen. Aber jetzt sind die Zeiten vorbei und müssen nur noch den Elektriker anrufen, dass der dann auch die Ladestation installiert und alles fertig macht. Aber der hat gesagt, das ist kein Problem, der kann recht kurzfristig. Ja, dann wird das nächste Woche auch gemacht und ich bin ganz gespannt. Bin ein bisschen nervös. Ich merke, war es heute Morgen schon. Weil als du aufgestanden bist, als ich die Augen aufgemacht habe und dich angeguckt habe, habe ich dir das schon angesehen. Ja, du kennst mich einfach zu gut. Es ist halt auch aufregend, neues Auto abzuholen. Ist doch jeder nervös. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Ja, das stimmt. Maximal vielleicht mal alle 4 Jahre oder so, wenn du eins geleast hast. Ja, das machen wir jetzt und nehmen euch mit und bin mal sehr gespannt, wie ihr das Auto finden werdet, wie die Kinder das Auto finden werden
und wie ich das Auto dann finden werde im Alltag. Aber ich denke mal, der ist nicht zu groß, aber trotzdem groß genug für uns alle. Und wir werden auf jeden Fall viel Spaß damit haben. So, da sind wir jetzt hier in Xanten am Autohaus. Ich sehe ihn gar nicht. Steht drin? Ja. Meinst du eine gute Schleife? Bestimmt nicht, ne? Blumenstrauß vielleicht. Blumenstrauß vielleicht, meinst du? Meinst du, der Wayman schenkt mir einen Blumenstrauß? Ich habe bei dem wir Volvo. Wir sind hier nicht bei Porsche. Bei dem Volvo habe ich einen Blumenstrauß mit beigekriegt. Echt? Ja, stimmt. Ja, bei dem Mercedes? Mercedes? Ist der letzte Scheiß. Haben wir gar nichts gekriegt. Service nie mehr hinterher Mercedes. Scheiße. Wenn du den Wagen abholst, hier haben sie den Wagen, tschüss. Also nichts, also Mercedes. Ja, wegen Mercedes haben wir echt noch eine richtig geile Geschichte, erzähle ich euch aber irgendwann mal in Ruhe. Da haben wir nur Probleme jetzt mit, seitdem wir den Wagen abgegeben haben. Ja? Du hast doch ein Auto bestellt mit dieses Auto? Nein, das ist ein bisschen klein. Ist gar nicht da, der Wagen? Vielleicht haben die hinten irgendwie so einen Ausgang. Ich hab den auch nicht gesehen. Doch, der war draußen so. Nee. Doch, die Farbe ist aber... Ich hatte das mal. Ja? Ja, wirklich? Das ist der Superbau. So viel Achsenschweiß kann man... Ich meine, überarbeitet wird, passiert ein Fehler. Das Auto war zugelassen, stand da, der Kunde kommt. Mein Auto ist ja so schön. Alles toll, Farbe war richtig, alles. Ja. Geh da rum. So, sind wir jetzt zu Hause. Ich habe das komplett falsch verstanden. Wir konnten das Auto doch nicht heute abholen, sondern wir sollten heute dahin kommen, damit ich meinen Personalausweis abgebe und so weiter und so fort. Der muss ja erstmal angemeldet werden und zugelassen werden. Und dafür brauchten die meinen Originalausweis. Und ich musste noch ein paar Sachen unterschreiben, eine Vollmacht geben. Und ich habe das komplett falsch verstanden. Ich habe echt verstanden, es reicht, wenn ich ihnen alles per E-Mail schicke. Und kann den Wagen heute dann mitnehmen. Der Dominik war schon verwundert, dass das so schnell geht. Mein Fehler, aber der Wagen steht da und ist so schön. Ich hatte den gar nicht mehr so schön in Erinnerung. Freue mich da auf jeden Fall jetzt drauf. Weiterhin ist zwar doof gelaufen, aber kann man halt nichts machen. Die paar Tage werden wir jetzt auch noch auskommen mit einem Auto. Und ja. Jetzt sind wir zu Hause. Ich habe irgendwie Lust, irgendwas zu machen, aber die Kinder haben keinen Bock. Die wollen mal wieder zu Oma und Opa und wollen nicht. Eigentlich wollte ich zum Salmannshof, heißt das. Das ist ein ganz schönes Restaurant bzw. so ein Biergarten, wo auch ein See ist bzw. Wasser. Und da kann man auch Tretboot fahren und so. Wollte ich mit den Kindern hin, aber die haben keine Lust. Die wollen unbedingt zu Oma und Opa. Dominik ist jetzt nochmal eben duschen gegangen, weil er sich den Kopf rasiert hat. Und ja, jetzt sind wir hier und ich... Langweile mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe mir den Tag ein bisschen anders vorgestellt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob die Kinder dann gleich zu Oma und Opa gehen und Dominik und ich irgendwas alleine machen. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, so nach dem Urlaub jetzt wieder in so einem Haushalts-Mama-Trott zu fallen. Wir sind jetzt 2 Tage hier und ich bin wieder nur putzen. Kochen, Wäsche waschen, putzen, kochen, Wäsche waschen, putzen, kochen, Wäsche waschen. Das frustriert mich. Ich merke das schon direkt, dass der Urlaubsflair schon ganz weg ist. Also direkt, buff. Und finde ich nicht gut, möchte ich auch nicht. Deswegen muss ich auf jeden Fall heute irgendwas Schönes machen. Das Wetter halt genießen, solange es noch so schön ist. Irgendwo hin, was trinken. Muss ja nicht großartig irgendwie was sein, aber so ein bisschen raus aus zu Hause. Ich habe mich zwar auf zu Hause gefreut, aber wenn ich hier bin, ist wirklich nur Putzen, Kochen und Wäsche waschen angesagt in einer Tour. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht in diesen Hamsterrad schon wieder reingeraten. Weil ich habe schon gestern war schon wieder leicht gereizt, hat man nicht gemerkt. Ich war auch früh im Bett. Deswegen ja, möchte ich die Zeit des Sommers auf jeden Fall noch genießen und nicht nur zu Hause rumhocken. Wenn die Kinder zu Oma möchten, ist das okay. Aber ich will auf jeden Fall irgendwas machen. Ich habe auch in Duisburg was Schönes entdeckt. Und zwar so eine Weinhandlung, also ein Weinatelier. Keine Ahnung, was das genau ist. Auf jeden Fall sieht das da richtig schön aus. Und die haben so eine Art auch, du kannst halt Wein verkosten. Und die haben auch so deutsche Tapas-Teller. Also eigentlich genau das Richtige für Dominik. Wie so Brotzeit, nur als so Tapas. Also Salami, Käse, Brot und so und dazu einen leckeren Wein. Und da würde ich eigentlich gerne hingehen. Und wenn die Kinder heute wirklich zu Oma gehen,
Dann könnten wir eigentlich gemütlich nach Duisburg fahren, uns da hinsetzen und ein bisschen Zeit zu zweit da genießen, ein Gläschen Wein trinken, ein bisschen was snacken und ja, mal gucken, ob der Dominik darauf Lust hat. Mal sehen. Wenn die Kinder weg sind, dann sollten wir die Zeit auch nutzen und nicht wieder nur zu Hause hocken und arbeiten und Haushalt machen. Das steht mir bis hier oben. Das geht so schnell. Also man hat diesen Urlaubsflair echt so schnell, ist der weg. Naja, ich will mich aber nicht beschweren. Ich weiß auch, dass viele nicht weg konnten. Das ist Meckern auf höchstem Niveau. Aber nichtsdestotrotz stört es mich halt, wenn ich dann zu Hause bin und wieder nur diese Routine habe. Also wie so ein Roboter. Alle Mamas da draußen verstehen mich, glaube ich. Und ja, mal gucken, was wir machen. Wir werden es auf jeden Fall aber mitnehmen. Und ich zeige euch mal hier, ich habe hier so ein Tuch draufgelegt, was ich in Mexiko gekauft habe. Sieht richtig schön aus. Ich hoffe, dass das nicht kaputt geht oder reißt wegen der Palette. Ich habe es einfach mal hier drüber gelegt, um einfach so ein bisschen noch Erinnerungen zu schaffen. Und sieht schön aus. Sieht gut aus. Ich habe noch mehr. Ich habe insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Tücher gekauft. Aber wenn ich die alle drauf mache, ist das, glaube ich, ein bisschen zu durcheinander. Aber das eine hier, das sieht echt schön aus. Ich mag die Ecke total gerne.